Herr Bezirksparteiobmann, frage ich Sie jetzt in dieser Funktion. Es scheint, Sie haben da ein heißes Eisen im Feuer mit der Frau Böttinger, aber ich denke, Ihr Team hat noch mehrere Kandidaten. Das ist richtig. Die Conny ist natürlich das Zugpferd. Sie hat auch die bezirksweiten Ausscheidungen mit Abstand gewonnen. Aber wir sind, wie wir heute als Partei sind, als ÖVP, sind wir auch von den Kandidaten jetzt sehr breit aufgestellt. Die Conny ist, wie gesagt, die Spitzenkandidatin. Wir haben einen Walter Lederhilger aus Kremsmünster, ein Landwirt und Bundesobmann der Schweinezüchter. Eine wichtige Branche, gerade im Norden des Bezirkes. Wir haben einen Stefan Weiermeier, der Wirtschaftsstadtrat ist in Kirchdorf und praktisch die Wirtschaft und die Jugend vertritt. Er ist noch keine 30 Jahre zum Beispiel. Und wir haben als Gegenstück, möchte ich fast sagen, die Roswitha Schmidhuber aus Schlierbach, eine Pensionistin, die ebenfalls sehr engagiert ist im Bereich des Seniorenbundes. Sie ist Bezirksobfrau, Stellvertreterin und macht einen ganz einen tollen Job und vertritt die ältere Generation in diesem Team. Und so glauben wir, dass wir für einen Bezirk sehr gut aufgestellt sind. Sie scheint auf alle Fälle sehr breit aufgestellt zu sein. Welche Kernanliegen möchten Sie also mit diesem breiten Team da ansprechen bzw. umsetzen? Naja, grundsätzlich sind die Personen immer ein Signal an die Wähler. Breit aufgestellt zu sein und gut aufgestellt zu sein, heißt, wir vertreten oder versuchen, alle Bevölkerungsgruppen zu vertreten mit ihren Anliegen. Die ÖVP ist an sich durch die bündische Struktur schon so aufgestellt und das muss sich bei den Kandidaten natürlich widerspiegeln. Und die zentrale Forderung oder unser zentraler Kraft gilt eigentlich dem Einsatz für die Zukunft des ländlichen Raums. Daher braucht man diese Breite, weil der ländliche Raum ist nicht nur Landwirtschaft, sondern das sind ja die Ortszentren, das sind unsere Familien, das ist die ärztliche Versorgung, die in Zukunft sichergestellt sein soll. Und gleichzeitig auch touristische Infrastruktur, gerade im Süden des Bezirkes, im Pyhrn-Prill-Gebiet, mit über 500.000 Nächtigungen, eines der stärksten Tourismusgebiete Oberösterreichs, ist es notwendig, dass hier weitere Investitionen getätigt werden. Und wir glauben, dass von der ÖVP her auch auf Bundesebene mit Michael Spindelegger und mit Reinhold Mitterlehner, ein Oberösterreicher, und die Maria Fechter eigentlich ein Spitzenteam da ist, das auch an den ländlichen Raum denkt und nicht nur an die Ballungszentren, was auch schwierig genug ist, weil in Stadtnähe oder im Stadtumfeld wohnen halt ganz einfach mehr Leute als bei uns.